Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Elva TV. Wir sind heute beim Topspiel der Kreisliga C Mosel-Hochwald. Die SG Issel empfängt den SV Föhren 2. Die Föhrener sind ungeschlagener Tabellenführer, doch Issel kann mit einem Sieg nicht nur die eigenen Chancen wahren, sondern auch die Liga wieder spannender machen. Ob das gelungen ist, das sehen wir wie immer jetzt im Video. Keine einfache Aufgabe also heute für die Föhrener. Wird die 12 Spiele lang andauernde Serie heute in Issel reißen? Die Mannschaft von Trainer Ralf Ort will das natürlich verhindern, aber das Spiel, das braucht seine Zeit und dann kommt auch Issel zunächst besser in die Partie. Das ist Matthias Bürkel auf der linken Seite, legt sich den Ball auf rechts, flankt in die Mitte und da ist Alex Schieger. Erste gute Einschusschance nach 20 Minuten, aber Issels Zehner trifft den Ball nicht richtig. Eine Minute später. Das ist Alexander Monzel, der Spielführer, flankt in den Strafraum und da ist Nils Engemann und da wird er gelegt. Sebastian Pull, Föhrens Abwehrmann, der vermeintliche Übeltäter, aber er protestiert. Trifft er den Ball oder den Spieler? Wir versuchen aufzulösen. Engemann im Dribbling und da ist die Situation und man kann es nicht genau erkennen. Ball oder Bein, man weiß es nicht. Schieger vom Punkt. Tja. Da ist jegliche Diskussion dann auch unnötig. Bittere Szene, fast ein Meter vorbei von Issels Spielmacher, der aber ansonsten eine starke Partie zeigt. Von Föhren kommt weiterhin offensiv nichts. Stattdessen wieder Issel. Engemann, der wartet und liegt quer. Auf Rach, der aufgerückte Außenverteidiger. Rechts oben, knapp vorbei. Riesenchance für die Gastgeber. Der Tabellenführer zunächst nur nach Standards gefährlich. 28. Minute, Eckball und Christoph Blesius trifft den Ball da freistehend nicht richtig. Gute Möglichkeit für die Föhrener. Dann Eckball auf der anderen Seite, Engemann und da ist Ricardo Pereira. Den trifft er mal richtig gut. 37. Minute, der Libero der Isler, Ricardo P. Pereira mit dem verdienten Führungstreffer. Für den Außenseiter sensationell direkt genommen. Da passt nichts mehr zwischen Ball und Latte. Wacht führen jetzt auf. Langer Ball von Konrad. Und dann die Kopfballverlängerung von Sven Müller. Und da ist Nico Schabio. Ganz intelligent gemacht. Lässt er den Keeper aussteigen. Der schnelle Ausgleich. 43. Minute noch vor der Pause. Schafft führen das 1:1. Dann passierte nichts mehr. Schiri Ralf Ahrens pfiff ab. 1:1 der Halbzeitstand. Noch alles drin für beide Mannschaften. Im zweiten Spielabschnitt sollten die Föhrener dann mehr vom Spiel haben, ohne allerdings wirklich gefährlich vor dem Tor auftauchen zu können. Das hier ist schon eine der besten Chancen und wir sind auch schon in der 68. Minute. Da ist wieder Sven Müller und sein Schuss, naja, können wir mal als Möglichkeit notieren. Das hier ist schon eher ein Highlight. Freistoß aus dem Halbfeld. Der Ball zu kurz weggeköpft. Und da ist der eingewechselte Sebastian Wagner. Markus Gindorf im Tor der Isler bekommt da zum ersten Mal die Möglichkeit zu fliegen und macht das hervorragend. Die beste Chance der Föhrener. Dann die 83. Minute. Fehlpass. Roslan erkämpft sich den Ball und dann hat er Platz, nutzt ihn nach aus und sieht ganz außen Nils Engemann und der lässt sich die Chance nicht entgehen. 2:1, der späte Führungstreffer für Issel. Großer Jubel bei den Mannen von Trainer Peter Klar. Ein blitzsauberer Konter und auch klasse gemacht von Nils Engemann. Mit dem linken Fuß angenommen und mit dem rechten Fuß ins lange Eck geschoben. So macht das ein Torjäger. Und das war's dann auch schon. Von Föhren kam nichts mehr. Es war einfach zu wenig offensiv von dem Tabellenführer. Und die Serie ist gerissen. Issel siegt mit 2:1 und wahrt die Chancen auf den zweiten Tabellenplatz. Also das Spiel ist vorbei. Hier ein hart umkämpfter Sieg am Ende für die SG Issel. Bei mir jetzt der Spielführer des SV Föhren 2, Werner Thiel. Und zu meiner Rechten Peter Klar, der Trainer der SG Issel. Aber wir fangen an mit Werner Thiel, weil Sie sehen, er hat natürlich gerade mitgespielt, der Trainer keine Zeit gehabt. Und da wollen wir ihm jetzt auch nicht die warme Kabine vorenthalten. Herr Thiel, wie enttäuscht sind Sie? 2:1 verloren, vermeidbare Niederlage oder wie haben Sie das gesehen? Ja, ich denke schon. Also wir haben schlecht angefangen, sind dann besser ins Spiel reingekommen. Haben eigentlich das Glück hinten, müssen dann eigentlich ja, gucken, dass wir Tore machen, weil wir auch die Chancen haben. Ja, und dann lassen wir uns dumm auskontern in der zweiten Halbzeit.
und dann verliert man natürlich zurecht. Ist man vielleicht jetzt noch ein bisschen froh, dass diese ungeschlagenen Serie jetzt vorbei ist, sagt man, jetzt ist die Last da weg? Was heißt Last? Man geht in jedes Spiel rein, will das Spiel gewinnen und wir haben im Moment einen Lauf gehabt. Ja, und jetzt ist leider zu Ende, aber was soll's. Müssen wir das nächste Spiel von neuem dran gehen und machen wir die nächste Serie. Alles klar, dann bedanke ich mich bei Ihnen, Herr Thiel, Dankeschön und eine gute Dusche wünsche ich mir Ihnen. Herr Klar, ja. Sie sind warm eingepackt und natürlich auch mit dem Glück des späten Sieges jetzt. Oder Glücksgefühle haben Sie auf jeden Fall. Ne? Würde ich es nicht nennen. Wir hatten erste Halbzeit. Kommen Sie gleich dazu. Wir müssen immer noch eine Frage ausdenken dazu. Sagen Sie, das ist relativ spät gefallen, das Tor trotzdem. War es ein verdienter Erfolg in Ihren Augen? Finde ich. Wir haben die ersten 30 Minuten sehr gut gespielt. Wir hatten den Elfer, den wir verschossen haben. Wir hatten danach einen 100-prozentigen, wo der querlegt und daneben schießt, dann hätte können 2-0 stehen, bevor sie mal die erste Torchance hatten. Und ich fand, dass sie außer dem rausgespielten Tor hatten sie auch keine Chancen. Das war an höchsten Standardsituationen, wo sie mit dem Kopf stark sind, das wussten wir von vornherein. Aber ich finde, dass meine Mannschaft sehr gut gespielt hat. Und wenn wir sie immer alle haben, wie wir sie heute hatten, dann würden wir auch vielleicht ein bisschen höher stehen. Da kann man direkt dran anschließen. Jetzt haben sie den ungeschlagenen Tabellenführer besiegt. Was sehen Sie jetzt? Wie sehen Sie die Chancen aus jetzt im Kampf um den Titel? Ja gut, und den Titel werden wir nicht mehr spielen. Dann nehme ich an, dass die durchmarschieren. Das ist schon eine starke Mannschaft. Also ich habe die anderen ja alle gesehen, jetzt außer Leiven noch. Aber der ist ja kein Titelaspirant und ich denke, dass die da ihr Meister machen. Wir können versuchen, an den zweiten ranzukommen. Wenn wir die engen Spiele, die wir jetzt verloren haben, mal in der Rückrunde gewinnen, dann ist noch durchaus die Chance, nochmal oben anzugreifen. Aber dazu müssen wir alle Leute haben. Und wir haben halt eben immer das Pech, dass viele, viele fehlen. Und heute waren wir mal einigermaßen komplett. Und dann sieht das schon anders aus. Alles klar, danke meine ich bei Ihnen, Herr Klar. Okay. Vielen Dank, denn der zweite Platz, das wäre auch noch ein Platz, der zur Relegation berechtigt. Da ist die SG Issel also noch gut im Rennen. Jetzt also alle auch nach Hause, es war kalt, es war ein unterhaltsames Spiel, vor allem in der ersten Halbzeit, zweite Halbzeit gab nicht so viel her. Aber dennoch im Endeffekt ein verdienter Sieg für die SG Issel und wir verabschieden uns hiermit und sagen dann bis nächste Woche und Sie können wieder entscheiden, wo wir hingehen mit unserem Elver TV Kamerateam. Bis dahin, Dankeschön.